Als Technologieführer sind wir Ihr kompetenter Partner in der Beratung, der Planung und dem Bauen in anspruchsvollem Baugrund. Mithilfe modernster Verfahren realisieren wir Ihr Projekt wirtschaftlich und sicher. Unsere Expertinnen und Experten erarbeiten für Sie individuelle Lösungen in allen Bereichen des Spezialtiefbaus. Der Franki-Pfahl kommt zum Einsatz, wenn tragfähiger Baugrund erst in großen Tiefen erreicht wird oder eine hohe Tragfähigkeit notwendig ist. Als Tiefgründungselement wird der Franki-Pfahl bei Brücken, Windenergieanlagen, Industriegebäuden oder Schwerlastflächen eingesetzt. Als Energiepfahl ausgeführt, ist eine geothermische Nutzung möglich. Der Franki-Pfahl ist ein Verdrängungspfahl. Da kein Bohrgut anfällt, werden Transport- und Entsorgungskosten sowie CO2 eingespart. Der Franki-Pfahl kann somit auch bei kontaminierten Böden eingesetzt werden. Bei der Herstellung der Franki-Pfähle arbeiten wir nach einem Pfahlplan. Eine ebene und wasserfreie Arbeitsfläche bietet die besten Voraussetzungen, um schnell zu arbeiten und die Herstellertoleranzen einzuhalten. Die einzelnen Ansatzpunkte werden digital eingemessen und mit einem Rundeisen abgesteckt. Mit einem Schreitfahrwerk bewegt sich die Ramme ohne Ketten oder Räder über das Baufeld. Durch diese Fortbewegungsart und die breiten Abstützfüße wird die Arbeitsfläche geschont. Dann wird der Pfahlansatzpunkt angefahren. Das Vortreibrohr wird mittig über die Absteckung positioniert und die Mäklerneigung überprüft. Das Vortreibrohr wird unten mit einem Pfropfen aus trockenem Beton oder Kiessand wasserdicht verschlossen. Ein im Rohr arbeitender Freifallbär schlägt aus geringer Fallhöhe auf den Pfropfen und verdichtet diesen dabei auf den ersten 1 bis 2 Metern der Einrammung. Das eigentliche Einrammen des Vortreibrohres wird danach vorgenommen. Die geleistete Rammarbeit, gemessen in Schlägen pro Meter, ist ein Maß für die Tragfähigkeit des Bodens und entscheidend für das erforderliche Fußvolumen. Die geräuscharme Innenrohrrammung sorgt für eine geringe Lärmbelastung. Nach Erreichen der Solltiefe wird das Austreiben des Pfropfens mit hohen Schlägen bei gleichzeitigem Ziehen des Rohres eingeleitet. Anschließend wird das Rohr wieder etwas eingerammt, schwach erdfeuchter Beton in kleinen Mengen nachgefüllt und die Fußherstellung mit Schlagen und Ziehen des Rohrs fortgesetzt. Der Pfahlfuß wird später einen großen Anteil der Pfahllast übernehmen. Nun wird ein Bewehrungskorb eingestellt, Transportbeton nach und nach eingefüllt und das Vortreibrohr langsam wieder gezogen. Das Kappen der Pfahlköpfe erfolgt nach der Ausschachtung und Einbringung eines Unterbetons. Beim Kappen wird die Anschlussbewehrung für die Bodenplatte freigelegt. Sollte der anstehende Boden in der vorgesehenen Absetztiefe nicht ausreichend tragfähig sein, kann vor der Herstellung des Pfahlfußes eine Bodenverbesserung mittels Kiesvorverdichtung vorgenommen werden. Der Boden wird hierbei in einem Bereich unterhalb und oberhalb der Pfahlabsetztiefe durch Ausstampfen von Kies verbessert. Die Bemessung und die Herstellung der Franki-Pfähle erfolgen nach den deutschen und europäischen Normen, Eurocode 7 und nach den Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle. Zusammen mit einer individuell abgestimmten Verfahrensanweisung haben Sie die Sicherheit einer geprüften, zuverlässigen Bauausführung. Vor der Herstellung können vom Baugrundgutachter Probepfähle gefordert werden, um das Pfahlsystem auf die jeweiligen Bodenverhältnisse abzustimmen. Über unser umfangreiches Archiv an Probebelastungen können wir meist auf Ergebnisse bei vergleichbaren Bodenverhältnissen zurückgreifen. Das spart dem Bauherrn Kosten und Zeit bei gleicher Sicherheit. In einem Pfahlprotokoll werden die wesentlichen Daten während der Pfahlherstellung aufgezeichnet und später durch die Bauleitung kontrolliert. Auf Basis von Prüfplänen und Checklisten werden das Arbeitsgerät, die Pfahlansatzpunkte, der Transportbeton und die Bewehrung regelmäßig überprüft. Nach dem Freilegen und Kappen der Pfahlköpfe empfehlen wir die Integritätsprüfung an mindestens 10% der hergestellten Pfähle. Die Integritätsmessung dient der Kontrolle der Pfahlqualität und Geometrie. Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen den Franki-Pfahl auch auf ihrer Baustelle erfolgreich um.